Thomas Angeli, Referatsleiter Wettbewerbe für den Landesfeuerwehrverband Sachsen. Ich bin heute Wettkampfleiter hier bei den 14. Landesmeisterschaften im Feuerwehrsportwettkampf. Aber wir veranstalten trotzdem diese Wettbewerbe heute. Zurzeit läuft die Staffel 4x100 Meter der Männer und im Anschluss werden noch die 100 Meter Hindernisläufe der Frauen, Männer und Jugend durchgeführt. Und der Abschluss bildet dann heute die Löschangriff-Wettkämpfe Frauen und Männer. Auch die Gruppenstaffette wird für die Frauen diesmal nur durchgeführt. Und das Hakenleitersteigen haben wir bereits im Juni am Steigerturm. Wir küren heute die Landesmeister bei den Feuerwehren in allen Disziplinen und es sind auch viele sehr gute Feuerwehrleute dabei, die im Juni zu Pfingsten waren ja die deutschen Feuerwehrmeisterschaften und dort haben auch einige Medaillen gewonnen, die auch heute wieder am Start sein werden. Super. Acht, drei, momentane Bestzeit. Momentane Bestzeit. Wie kommt's? Bestzeit, die Sie jetzt gelaufen sind in Ihrem Verein, Tauer? Ja, im zweiten Lauf noch mal ein bisschen mehr gegeben. Versucht den Verteiler schneller zu machen, darauf wo es nachher ankommt. Und ja, Titel bestehen, Zeiten vergehen, sagt man so schön. Und darum geht's. Und ich denke, der Landesmeistertitel ist drin. Leitersteigen habe ich mir schon geholt. Ja, das war schon. Schön, wenn es so bleibt jetzt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und danke. In Leipzig fanden am Samstag die Landesmeisterschaften ihren Feuerwehrsport auf dem Sportcampus an der Jahnallee statt in 4 verschiedenen Disziplinen gegen 21 sächsische Feuerwehrteams an den Start.